Gespräche auf höchster Ebene für Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Berger bei seinem Besuch der Grünen Woche in Berlin, eine der wichtigsten Landwirtschaftsmessen der Welt. Am Südtirol-Stand der EOS, Exportorganisation Südtirol, traf sich Berger mit Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, und mit Klaus Wowereit, dem regierenden Bürgermeister von Berlin. Wir sind auf der Grünen Woche schon traditionell zu Gast und haben eine sehr gute Beziehung, sei es zum regierenden Bürgermeister, wie auch zur Frau Minister. Dann natürlich waren auch die Landwirtschaftskommissare immer dabei, heute leider Cholos nicht. Aber wir frischen hier alte Bekanntschaften auf. Wir werden sicherlich nicht ganz große neue Ströme und Kunden erwerben, aber Freundschaft braucht Pflege und das tun wir auf der Grünen Woche. Südtirols Produkte sind weltweit für ihre Qualität bekannt. In Berlin wurde dieser internationale Erfolg noch einmal bestätigt. Wir sind ein Weinland, wir sind Produzenten von 10% der europäischen Apfelernte. Der Südtirol-Apfel ist weltbekannt und auch was die Landwirtschaft und den Tourismus anbelangt, speziell auch diese Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ist das, was wir hier präsentieren. Und natürlich kommen sehr viele Kunden auch, denn Südtirol kennt man in Berlin, Südtirol kennt man in Deutschland und hier kommen auch sehr viele Südtirol-Gäste, Südtirol-Kunden an unseren Stand, um sich zu treffen und mit uns zu reden und dann über den nächsten Urlaub zu diskutieren. Auf der Berliner Landwirtschaftsmesse ist das Zusammenwirken von nachhaltiger Landwirtschaft und Tourismus immer wieder hervorgehoben worden. Das Produkt Südtirol, das heißt die landwirtschaftlichen Produkte in unserem Lande und die schöne Landschaft sind Basis für den Tourismus und der Tourismus ist natürlich unsere Hauptwirtschaftsinitiative und aus diesem Grunde verbinden wir hier Landwirtschaft und Tourismus an einem Stand. In Berlin ist auch ein wichtiges Abkommen mit dem Land Baden-Württemberg unterzeichnet worden, das für Südtirol den Zutritt zu den deutschen Forschungsinstituten erleichtert.